Das mache ich jetzt in Fliesen. Soziale Arbeit ist ein Moment in dem modernen Projekt sozialer Gerechtigkeit. Das heißt, in dem Projekt, das Gerechtigkeit mit Gleichheit in dem Maß verbindet, dass eine gerechte Gesellschaft eine ist, in der Verhältnisse und in der Rechtssicherheiten für alle in gleicher Weise gegeben sind, aber auch Verhältnisse in einer Weise gegeben sind, dass Menschen in gleicher Weise Chancen und Möglichkeit haben, sich als Subjekt zu erfahren oder als Herr und Subjekt ihrer Lebensgestaltung. Das sagen wir heute so. Ich denke, man muss erinnern, es ist Ergebnis eines langen und mühsamen Kampfes, dass wir dies so für unsere Gesellschaft denken und fordern können und dass Sozialarbeit so eingebaut ist. Es steht im Kontext der Geschichte des Kampfes um Anerkennung, so hat es Axel Honneth jetzt formuliert. Man könnte auch sagen, des Kampfes um Emanzipation, also der Abschaffung der Leibeigenschaft der Sklaverei, der Abschaffung der Minderwertigkeit der Frau, der Abschaffung der Minderwertigkeit von Behinderten und der Abschaffung der Unterordnung und Minderwertigkeit von Kindern generell, was jetzt ja erst in den Kinderschutzrechten deutlich wird, dass sie als Subjekte ihrer selbst ernst genommen werden müssen und nicht Besitz ihrer Eltern oder der Verhältnisse sind. Dieser Kampf um Anerkennung der unterschiedlichen Personengruppen, die Stück um Stück sozusagen in einen Demokratisierungsprozess hineingenommen werden, in die Partizipation an den Grundgleichheiten unserer Gesellschaft, dieser Kampf um Emanzipation war ein nicht selbstverständlicher, ein Auf und Ab, ein schwieriger. Der Sozialphilosoph Eduard Heimann hat gesagt, es ist der Kampf in der Auseinandersetzung zwischen Kapitalinteressen und Sozialinteressen innerhalb der Gesellschaft. Es gibt Zeiten, da kommt das zu einem gewissen Ausgleich und es gibt Zeiten, da geht es wieder zurück. Ich denke, heute leben wir in einer solchen. Aber es bleibt immer eine notwendige Spannung, eine schwierige Spannung, in der, so Heimann, die Kapitalinteressen immer wieder versuchen, Dominanz zu erringen. Ergebnis dieses Kampfes um Anerkennung und dieses Kampfes, Heimann sagt, um den wesenswidrigen Kompromiss, den die Kapitalinteressen mit den Sozialinteressen in der Gesellschaft eingehen müssen, dieser Kampf hat, denke ich mir, in unserer Gesellschaft dazu geführt, dass wir immerhin proklamatorisch nicht nur nicht eine Verfassung mit gleichen Rechten für alle, ein Kinder- und Jugendhilfegesetz haben, sondern dass wir auch in der UNO nicht nur Menschenrechte, sondern Kinderrechte kodifiziert haben. Ich will einmal sagen, als Fixpunkte und Orientierungspunkte, dass dieser Zusammenhang von Gleichheit und Gerechtigkeit gewahrt werden kann. Oder angestrebt werden soll. Für die soziale Arbeit hat dieses bedeutet, dass zwischen den 60er und 70er Jahren so etwas wie eine Epochenwende stattgefunden hat. Und ich denke, sie ist das, was die Essentials einer modernen Sozialarbeit dann im Endeffekt erbracht haben. Was das bedeutet, will ich ganz kurz erinnern, weil ich denke, ich bin ein alter Mann, ich habe ja nun vieles miterlebt, ich bin seit über 50 Jahren in der sozialen Arbeit und ich bin mal so frei und bin im Moment neben der Sache etwas persönlich. Ich hatte zwei einschneidende Erlebnisse, als ich dann zur Sozialarbeit kam. Das eine war, der Leiter des Friedhofsamtes wurde zum Leiter des Jugendamts befördert. Das war in der Karriere der nächste Schritt und es war uns klar, mit Fachlichkeit ist da nicht viel zu wollen. Ein anderes war, dass ich mit Martin Bonhoeffer einen Jungen, der aus dem Heim, dem Stephansstift in Hannover ausgerissen war, nachreiste. Er war wieder eingefangen worden. Wir kamen, der Junge stand im Foyer des Heimes, der Heimleiter, ein sehr angesehener Theologe, stand in der Mitte und machte den Jungen eine halbe Stunde lang fertig. Er war sehr standhaft und wehrte sich. Nach einer halben Stunde heulte er und wurde abgeführt. Der Heimleiter wandte sich zu uns beiden und sagte, da seht ihr jungen Burschen mal was Pädagogisches. Das ist sozusagen sehr subjektiv und erinnerlich. Es waren bei mir, die meisten von Ihnen haben solche sozusagen Grundszenen, an denen Ihnen Probleme klar geworden sind. Die neuere Diskussion über die Geschichte der Heimerziehung, sicherlich bis in die hohen 70er Jahre, auch bis in die 80er Jahre hinein, zeigt ja, woher wir kommen. Ich zitiere zwei Dinge, die ich sehr eindrucksvoll fand.
aus der Auseinandersetzung, die baden-württembergische Caritas hat, soweit ich das sehe, sozusagen sehr eindrücklich einfach Zeugnisse zusammengestellt von Heimkindern, die sich erinnern. Und eines hat gesagt, wir lernten, dass wir nichts wert sind. Das war klar, das dachte die Nachbarschaft. Aber die Nonnen sagten es uns auch. Und ein anderer, und das hat mich verfolgt, hat gesagt, wir waren nichts wert, das wussten wir. Naja, die Nazis waren vorbei, sonst hätten sie uns wohl vergast. Wir haben das damals im Bild der totalen Institution zusammengefasst. Eine Einrichtung, in der Kinder erfahren, dass sie abseits untergebracht werden müssen, dass sie in der Institution funktionieren sollen, dass sie dort gehorchen müssen, diszipliniert werden, dass sie darüber hinaus keine Interessen oder Perspektiven zu haben haben und dass sie in der Einrichtung entweder sehr gehorsam sein mussten oder für Arbeitsverhältnisse ausgebeutet wurden, was jetzt ja bis in den runden Tisch hinein vielfältig verhandelt worden ist. Ich bitte um Nachsicht, dass ich das erinnere, aber wir leben heute ja in den heutigen Schwierigkeiten und Einschränkungen. Und mich beschäftigt immer wieder, dass uns erinnerlich sein muss, dass auch das, was wir jetzt haben, bedroht ist, aber dass das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist und dass es ein ungeheurer Schritt war gegenüber dem, was vorher war, in dem eben Kinder ohne Familie, die unehelichen Kinder waren die schlimmsten und wurden in der Hierarchie ganz unten gehalten, also in dem Kinder generell und Kinder ohne sozialen Hintergrund und ohne sozusagen natürliche Fürsprecher mehr oder weniger als rechtlos gegangen waren. Dass wir also sagen, jedes Kind hat ein Recht auf Erziehung und Bildung in förderlichen Verhältnissen, ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, ist das mühsame Ergebnis mühsamer Kämpfe und Auseinandersetzungen gewesen und es gilt sozusagen, dieses nicht zu verspielen. Wenn ich das nämlich jetzt in die Pädagogik hinein dekliniere, dann denke ich mir, ist das spannend. Das heißt also, was ich gerade gesagt habe, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Kinder, ganz gleich welcher sozialer, ethnischer Herkunft, ein im Prinzip gleiches Recht auf Erziehung und Bildung in förderlichen Verhältnissen haben. Und das heißt, dass diese Kinder, das denke ich mir, ist das pädagogisch Spezifische, so hat es Hermann Nohl in den 20er Jahren schon einmal formuliert, ein Interesse daran haben, dass wir parteilich sind für die Sicht, für ihre Lebenserfahrung und für ihre Lern- und Bildungsinteressen. Man kann das, denke ich mir, generalisieren. Soziale Arbeit ist parteilich für die Lern- und Entwicklungsinteressen der Heranwachsenden und vertritt diese gegenüber anderen Institutionen. Polizei ist für Ordnung, zum Beispiel. Und die Medizin ist für die Gesundheit und wir sind für die Lern- und Bildungsinteressen, die Eigensinnigkeit dieser Bildungsinteressen parteilich zuständig. Das hat zur Voraussetzung, denke ich, dass Menschen in Not einen Anspruch auf so etwas haben wie Liebe, Vertrauen und Neugier. Ich bitte, das ist ein bisschen altmodisch formuliert. Liebe, das heißt auf die unbedingte Anerkennung von Ihnen als Person, so wie Sie sind und ohne Wenn und Aber. Zweitens aber Anerkennung darin, dass sie sich verändern können, dass sie Lernchancen haben, Veränderungschancen, Anpassungsmöglichkeiten und wenn das in bestimmten Randsituationen sich nicht einlöst, dass sie ein Recht darauf haben, dann auch so zu sein, wie sie sind und dass sie im Prinzip ein Recht auf Neugier haben, nämlich darauf, dass man ihnen zusieht, wie sie sich in ihrer Eigensinnigkeit eigen entwickeln, dass sie nicht unsere Abbilder sind, nicht sozusagen, dass wir sie benutzen, um Wünsche an ihnen zu erfüllen oder sie in Normen einzupassen, von denen wir denken, dass sie richtig sind, sondern dass sie einen Freiraum brauchen zu einer eigensinnigen Entfaltung, zu dem, was man heute als Autonomie des Bildungsprozesses nennt. Nur so, das ist, denke ich mir, sozusagen Grundbestandteil, lernen Kinder, sich selbst anerkennen und die Welt anerkennen und in diesem Spiegel von Anerkennung der Welt und Anerkennung ihrer selbst eine Sicherheit und Souveränität, die sie auch in schwierigen Verhältnissen ihnen eine Chance gibt, irgendwo sich mit sich zu arrangieren und zu Rande zu kommen.